So, wir befinden uns in der Startaufstellung fürs zweite Rennen. In wenigen Minuten geht's los. Ja, im ersten Rennen sind wir leider durch eine Gelbphase etwas durchgereicht worden. Haben dann also mit Platz 3 das erste Rennen abgeschlossen in der Klasse. Ja, vor uns sind wir jetzt gerade Team TT Racing, wie im letzten Video schon vorgestellt, Thorsten und Ivo. Ja, für die geht es heute um die Meisterschaft. Also bis jetzt sieht es so aus, als machen sie mit dem heutigen Tag die Meisterschaft in der Klasse 2 fix. Hatten im ersten Rennen auch schon etwas Kampfspuren, wie man sieht. Stoßstange hinten ist ab. Ja, und jetzt gucken wir mal. Sind ein paar Leute da, heute ein paar Zuschauer. Wetter ist auch schön, nicht so kalt. Strecke ist natürlich wieder bewässert in den meisten Passagen. Und dann schauen wir mal, wie das zweite Rennen verläuft. Ja, hoffentlich hält das Auto keine technischen Defekte. Unser Boxenpartner Team Detscher ist gerade im ersten Rennen ausgefallen mit einem Antriebswellenschaden. Wirklich schade sowas, aber ja, haben dann im ersten Rennen sogar noch die Antriebswelle getauscht, sind dann noch 4 Runden gefahren für die Punkte, für die Meisterschaft und ja. Insgesamt sind es heute, glaube ich, 17 Teilnehmer, 17 Fahrzeuge, wieder aufgeteilt auf 2 Klassen, Klasse 1, Klasse 2. Klasse 1 sind natürlich wieder die neueren Fahrzeuge, man sieht es hier, die Scirocco Cup, allen voran so ein Golf. Ja, und wir sind wieder mit unserer Black Betty, mit unserer schönen alten Schwarzen am Start in der Klasse 2. Und dann drückt uns die Daumen, wir sind gespannt. So, Füße warm machen. Natürlich haben wir auch wieder kalte Füße. Warum? Weil wir nasse Füße haben. Warum? Weil wir immer noch irgendwelche Lecks in unserem Auto haben, die wir nicht finden. Haben dann hier immer so einen kleinen Swimmingpool. Ultra nervig, aber nützt ja nichts. Da wieder los. Was ist los hier? Blinker oder was? Hä?
Sektor geheim.